Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Hallo, ich bin Nico Jager, bin Azubi im dritten Lehrjahr, jetzt bald fertig. Mein Name ist Jacqueline Wesel, ich arbeite in der Filiale Süderstraße 83 im Megastore. Hi, mein Name ist Susanne und ich arbeite in der Filiale in Allermöhe. Hallo, ich bin Nico, ich bin 22 Jahre alt und arbeite in der Filiale in Allermöhe. Ja moin, ich bin Christian Dittrich, bin im zweiten Lehrjahr aus der Filiale Hamburg-Hammerbrook, Süderstraße 83. Und lernen den Einzelhandelskaufmann. Ja, ich bin Sascha, komme aus der Filiale in Hamburg, in der Kieler Straße und bin im ersten Lehrjahr, mache eine Ausbildung im Einzelhandel. Nee, absolut nicht. Also das Ergebnis, was wir jetzt zustande gebracht haben, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Nee, auf gar keinen Fall. Also so wie es jetzt aussieht, definitiv nicht. Man hat zwar immer noch seine Fantasien gehabt, wie man das hätte machen können, aber dass das so gut geworden ist, hätte ich auch nicht vorgedacht. Nein, ganz ehrlich. Weil gerade als Laien, man hat so überhaupt gar keine Ahnung gehabt, weder vom Lackieren noch vom Schleifen noch sonstige Sachen, auch von der Optik her noch gar keine wirklichen Ideen und es kam immer so nach und nach. Schleifen war nervig auf jeden Fall. Nervenaufreibend. Da waren wir 2 Tage nur mit Schleifen beschäftigt. Das war echt, irgendwann war genug. Und das Lackieren war eigentlich ganz cool, weil ich es noch nie gemacht habe, um das einfach mal zu sehen, wie das funktioniert. Am tollsten war es ja, wo dann das erste Mal die Maschine echt gelaufen ist. Das war echt so der größte Punkt, wo ich dachte, so ja, wir haben alle das geschafft, was wir wollten. Die Pflege des Motorrads, was man machen kann, um das einfach ein bisschen aufzuhübschen, gar nicht groß, um zu schrauben. Allein das schon. Aber dann auch die ganzen, weil ich selber kein großer Schrauber bin, die Werkzeuge mal zu benutzen. Also einfach mal zu wissen, wie funktioniert was. Das hat mich auf jeden Fall nach vorne gebracht. Auf jeden Fall. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich gerne direkt ins nächste Azubi-Bike-Projekt steigen. Ja. Also wer seine Sachen da benutzt, verkauft es auch wesentlich sicherer. Das merke ich selber im laufenden Betrieb, dass man auch Sachen hinterfragt, dass man nicht einfach sagt, ja hier Schleifpaste und gut ist, sondern dass man dann auch fragt, du hast du noch das, hast du noch die Kleinigkeiten, denk dran, du brauchst das vielleicht irgendwann mal dafür und ja, man tritt dadurch auch wesentlich sicherer auf. Auf jeden Fall, sage ich mal. Also man kennt sich dann viel besser aus, sage ich mal, und man kann es auch besser den Kunden erklären. Also ich würde es jedem empfehlen, auch wenn man sowieso wie ich keine Ahnung hat, sage ich mal, schafft man es nachher doch besser, das alles hinzukriegen. Definitiv, auf jeden Fall. Also es macht Riesenspaß, gerade wenn man sowas wenig gemacht hat oder nur in kleinen Schritten gemacht hat und dann mit diesem großen Erfolg, auf jeden Fall, würde ich jedem empfehlen. Also uns wurde am Anfang gesagt, es ist ziemlich knapp berechnet. Da haben wir natürlich auch gedacht, oh, hoffentlich schaffen wir das. Aber dass wir jetzt auch noch ein bisschen was über haben, ist schon, wo wir sagen, eine reife Leistung für uns selber, das persönlich geschafft haben. Das ist eigentlich, glaube ich, einfach so passiert. Also jetzt nicht so, dass wir unbedingt so darauf geachtet haben, irgendwie günstige Teile zu nehmen oder so. Das hat halt so gepasst, aber ist auch ganz gut. Können wir noch mal essen gehen, denke ich mal. Ne? Azubi Bike 2014. Wir sagen Danke an all die, die uns das ermöglicht haben.